Bruder, ein neuer Tag, ein neues Abenteuer. Wir starten hier den Vlog, wo du dich ganz zu Hause fühlst. Ich bin hier in meiner Im Paradies. Es ist Gucci und Prada Gang, was ist? Komm, alter Digga, du hast dein Gucci Bandana verloren. Licht an! Komm! Ich hol mal jetzt ein Gucci Bandana. Wo ist mein Gucci Bandana? Ich geh auf einen Ball. Das ist ja Tennis-Kugel erst. Ja, jetzt können sie mal rausrücken mit dem Bandana. Das ist das Baby. Also erklär den Leuten mal, was abgeht. Ach so, ja, wir sind am Weg nach Südafrika, nach Kapstadt. Wir sind gerade in Istanbul, jawohl. Zwischenstopp. Wir haben einen Layover von 5 Stunden und morgen Nachmittag oder so kommen wir in Kapstadt an. Yes. Und da geht's los zum Darkfest. You guessed it, Darkfest 2024, baby. Wir sind fired up, aber jetzt gerade sind wir hungrig und holen uns schnell einen Snack. Und da ist der neue Helm drin. In der Tasche. Okay. Helm Reveal gibt's dann dort, jetzt gibt's mal Essen. Aber bleibt gespannt, wir sind hyped und es wird eine fette, fette Zeit wieder in Südafrika. Let's do it! Yeah, buddy! Normal. Zeit. Mit dicken Bohnen. Mal Zeit. Der müde Bre. Nur 7. We made it to the gate. Tschüss. Wir sehen uns in einem 12 Stunden Flug, wo wir danach im Freeride erwachen werden. Jetzt heißt es erstmal kennengelernt. Wir haben ein paar Leute vor uns. Ja, es ist der 1. Februar. Wir sind gerade aus dem Flugzeug ausgestiegen und es sind ca. 2000 Menschen vor uns. Wir warten seit einer halben Stunde, es passiert nichts. Beste Leben. 2 Meter vorankommen. 30 Minuten später. Jee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 e
This is the shit, bro. Yo. Have it, my bro. Wow. Yo. Yo. Wie war die Session? Dreamy, also total. Natürlich, 100% nur nach dem Instinkt fahren, fühlt sich richtig gut an. Es war richtig successful, wir haben ein paar geile Moves am Step-Up gemacht, wir sind die Rockets gut gefahren, du hast schon beide geflippt. Yes. Ich habe den letzten geflippt, worauf ich stoked bin. Unreal. Ja, wir haben den Course Walk ein bisschen vergessen, der kommt jetzt im Nachhinein an die Morning Session. Gehen wir eine schnelle Runde und zeigen euch den ganzen Kurs, also die Shark Fins, den 90, den 110. Ja. Und jetzt ist es Zeit für eine Quick Break. Es hat jetzt schon 35 Grad. Ich glaube, wir sollten aufhören. Ja. Es war unreal. Sau geil, let's go down. Hauling, bro. He's fast. Wow. Wow. Ohne Scheiß, Darkfest is the dream. Unreal. What's up, guys? Wir sind am Top vom Darkfest-Kurs. Es ist super windig, super heiß, deshalb kann man gerade absolut nicht fahren und wir haben uns gedacht, wir nutzen die Gelegenheit, dass wir jetzt einen schnellen Kurs machen. Ihr hört es, die Audio ist scheiße, es tut uns jetzt schon leid. Cheap Quality Vlog, nehmen wir mit. Let's go! Legendäres GoPro Startschild, wo es immer durch den Bogen durchgeht und wenn man da durchfährt, weiß man, es geht los und es wird ernst. Losgehen tut die ganze Zeit, ihr habt es sicher schon oft gesehen, mit ein paar Berms, die eigentlich der technischste Teil von dieser Strecke sind. Das ist einfach nur huge und gnarly, aber die Berms sind ziemlich tight, also da muss man schon gut die Linie beibehalten. Und schauen wir uns einfach mal selbst an. Yes. Achtung. Die Berkies. Gutes Schuhwerk am Start. Oh no. Oh wow, wow, wow. Das an, was die Burschen da gemacht haben. Das ist absolute Artwork. Schaut aus wie auf einem Trailset. Unfassbar schön geshaped. Alles hier, ja. Erstes Sharkfin. Hier gleich, zweites Sharkfin. Und, das ist eine Kombination, hier kann man nämlich auch rüber traveln für den 110 Running. Es führen zwei Lines nämlich runter. Da drüben, wie der Daniel erklärt hat, gerade der Run-Up für den 110. Der ist ein bisschen größer natürlich, deshalb braucht man mehr Speed. Deshalb cuttet man viel gerade runter und nimmt alles mit. Und da gehen wir zum 90. Dass man kurz einmal einen Größenvergleich hat. Die Sharkfins schauen auf dem POVs immer mini aus. Aber wenn man eigentlich drin steht, ist das ein 7-8 Meter großes Gap. Was davon ist, mit so einem grandiosen Schuhwerk unterwegs bist du. Scheiße. Selber Schuhe. Das ist das legendäre Road Gap. Hier Elias als Größenvergleich. Alles legendär hier. Man fliegt über die Straße drüber. Das ist der Run-Up für den 90-Footer. Komm runter. Damn! Also hier der massive Run-Up für den 110. 35 Meter sind das, oder? Circa. Ah ja, 33 bis 35, je nachdem, wo man landet. Ja. Das ist der größte Sprung der Welt. Dicker wird's nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe vom 90 schon Angst. Das Lustige ist, von da schaut der 90 wieder klein aus. Ihr seht es, der Daniel ist ja ein Riese mit 2,30 Meter. Ah, 2,35 Meter, sorry. Ja, genau. Und da sieht man, wie absolut absurd dieses Setup ist. Was ist Busy Man, Alter? Storytime. Okay, also dieses Feature ist eigentlich nur ein technisches Setup-Feature für die fette Hip da hinten. Aber der Elias und ich haben ein paar heftige Memories hier. Ersten Tag fest. Haben wir uns gedacht, man fährt das wie eine BMX Trails Line und zieht ab vom flachen Takeoff und travelt dann hier schön in die Wall rein. So funktioniert das ganze Ding nicht. Man muss es eigentlich ziemlich racen und relativ flach bleiben, damit man da schön reinkommt und Speed mitnimmt. Ja, also das habe ich seitdem. Und darum war dieses Feature immer ein bisschen ein Schmerzpunkt für uns und zum Glück
konnte ich das dann letztes Jahr hinter mich bringen und es ist eigentlich mega easy zu fahren, wenn man es einfach verstanden hat, wie man es richtig fahren muss. Ja, das stimmt. Wie gesagt, es geht darum, dass man flach und schnell drüber kommt. Und den ganzen Speed mitnimmt. Die Ideallinie ist circa hier. Ja. Und dann taucht man hier ein, drückt es weg wie in einem Burn und dann hat man maximalen Speed für die Hebe. Oh, wow. Jetzt sind wir schon angelangt beim schnellsten Part des Kurses. Der Roll-In sozusagen für den Step-Up. Da hat man Geschwindigkeiten von 80 km/h drauf. Also ja, bis zu 80 km/h, plus, glaube ich. Was absolut absurd ist. Aber man muss dazu sagen, der Step-Up schluckt sehr viel Speed wieder weg. Das heißt, man fliegt zwar super hoch, aber nicht mehr mit 80 km/h. Boah, na gut. Ich weiß nicht, ob man es so sieht, aber es schaut schon verrückt aus. Wenn man dann den ganzen Weg bis hier runter geschafft hat, noch einen fetten Trick am Step-Up gezündet hat, dann geht's los mit meiner Meinung nach den zwei geilsten Doubles auf dem Planeten. Man smasht hier in den Anlieger rein, kann kurz noch ein, zweimal atmen und dann haut man sich den Flatjob runter und den schauen wir uns jetzt an. Der Flatjob ist auch schon mal eine eigene Nummer. Wenn ich da so stehe, 6 Meter. 6, 7 Meter sowas, kommt auf an, wo man landet. Fühlt sich alles nach an. Ein paar Runs an wie ein Rollin. Komplett. Schauen wir uns von unten an, damit man es gescheit checkt. Ja, guys, also von hier bis da nach hinten sind schon locker 12 Meter oder 15 oder sowas. Also da kann man, je nachdem wie tief man landet, würde ich eben sagen, gute 12 bis 15 Meter. Und das ist wirklich, da fühlst du dich, als hättest du Mach 10 drauf. Ja. Wie ein Düsenjet fliegst du da runter. Da hast du da unten noch so eine Pumpwelle, wo du dich gerade noch in der letzten Sekunde drauf ready machst, dann springst du da drüber oder hoverst drüber, landest und dann geht's. Boom! Skadoosh, like, dude, like, pull up, like, pow! Just like, you pull in, and you just get spit right out of them, and you just drop in and just smack the lip, whoop, drop down, snap, ah! Like, was sagst du dem Shape? Ja, unglaublich geil, absolutes Kunstwerk, der Megapfeil, der dich einfach nur gegen den Himmel sendet. 3 Sekunden Airtime, das hat man nämlich fast nirgendwo. Na, das hast du nirgendwo, das ist der größte Sprung der Welt, Airtime-mäßig. Was laberst du? Dieser Weg! Ich mit Steine drin. Hallo Amigo. Okay guys, jetzt kommen wir glaube ich zu meinem Lieblingssprung im ganzen Kurs. Der zweite Rocket Launcher und letzter Sprung des Kurses. Und das ist so ein richtiger Trickbooter, wie er mir am meisten taugt. Die haben die Lip dieses Jahr ein bisschen steiler gemacht als das letzte Jahr. Und es fühlt sich einfach perfekt an für Tricks. Absolute Trickzündemaschine, der Sprung. Oh, was für eine Nummer. Official Darkfest 2024 Course. Twin ist nach wie vor da. Wir hauen uns zurück ins Haus. Die Hitze ist echt ziemlich energieraubend. Wir rasten uns aus, dann machen wir uns ready, dehnen. Und dann hoffentlich auf das Course die Evening Session. Hoffentlich hat euch die Morning Session und der Coursework jetzt schon mal getaugt. Wir hoffen natürlich, dass dann die Conditions besser werden und dass wir ein bisschen mehr Action noch liefern können. Und das Ganze gibt es dann aber natürlich in einem zweiten Video. Bis dahin, tausend Dank für euren Support und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Peace. Peace out.